Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Juli 2019 nach indischen Astrologie. Ich biete diese Monatshoroskopen als Blitzberatungen an, nur für 10 Euro. Schweiz ist etwas mehr wegen die Bankgebühren. Liebe Soela, ich grüße dich, das ist dein Monatshoroskop Juni 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Es ist eine sehr präzise Berechnung, aber anderes. Anderes als in westlichen Astrologie. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist anderes als in westlichen Horoskopen. Dieses Bild ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop, ändert sich nichts, das bleibt so. Und das zeigt den Sternenhimmel über dir, in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, und es ist einzigartig. Das ist dein Seelenplan. Aber Sonne, Mond und die Planeten bewegen sich. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und diese Bewegung nennt man Transit und löst etwas aus im Horoskopen, und genau das schauen wir an. Bei Sonnenbewegung muss ich das richtig beschreiben. Die Bewegung macht eigentlich unserem Planet Erde, aber für unsere Wahrnehmung scheint es so zu sein, wenn die Bewegung die Sonne machen würde. 1. Juni 2019, Uranus befindet sich im Widder und bleibt nach indischen Berechnung noch einigen Jahren im Widder. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse, und das hast du hier im Widder, was auch Neuanfang symbolisiert, und das wirkt auf deinen Alltag, wirkt auf deine beruflichen Situation. Also du kannst damit rechnen, dass in den kommenden Jahren berufliche Veränderungen hast. Venus und Mond befinden sich am 1. Juni auch hier im Widder. Venus bedeutet in Geburtshoroskop deine Kreativität, dein Thema Liebe, Partnerschaft, deine Weiblichkeit, so wie du als Frau bist. Aber bei diesem Transit, bei dieser Bewegung, kann auch eine andere Frau sein oder sogar mehreren Frauen. Also Venus hast hier im Widder. Und das bedeutet entweder kreative Arbeit oder Glück, Harmonie im Arbeitsplatz, auch im Alltag. Oder dass du Kontakte hast mit einer oder mehreren Frauen im Bereich Arbeit. Entweder ist sie eine Kollegin oder das ist ihre Arbeit und so habt ihr den Kontakt. Oft handelt es sich in diesem Bereich auch um Gesundheit. Das kann auch Arzttermin sein, Arzttermin wie zum Beispiel bei Frauenarzt. Mond befindet sich auch hier, also Mond aktiviert die Themen. Wieder Themen wie Kraft und Mut und Neuanfang und Bewegung und die Themen, was dieser Lebensbereich beschreibt, Alltag, Arbeit, Gesundheit. Mond ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und wirkt auf unserem Alltag,
und hat einen Einfluss auf unsere Stimmung, hat einen Einfluss auf unsere Gefühle. Sonne und Merkur ist im Stier. Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und zeigt die Monatsthemen. Hier bei Stier ist die Monatsthema Besitz, etwas Wertvolles im Besitz nehmen oder um die Besitz kümmern. Stier hat auch einen Bezug zum Finanzen. Stier zeigt uns die Gemütlichkeit, die Ruhe bewahren. Und das erlebst du im Lebensbereich Partnerschaft, weil die siebte Haus, dieser siebte Lebensbereich steht für Partnerschaft. Merkur bewegt sich auch hier und das heißt Gesprächen, Kontakte, Kommunikation mit dem Partner oder über Partnerschaft. Die siebte Haus steht auch für Verträgen. Und das kann auch bedeuten, dass du einen Vertrag unterschreibst. Jupiter ist in Skorpion. Und du hast Skorpion Aszendent. Und Jupiter bewegt sich hier. Jupiter bringt dir Glück. Hast du mehr Chancen, mehr Möglichkeiten. Jupiter ist gerade aber rückläufig. Das heißt, du sollst noch warten für den richtigen Moment. Diese Rückläufigkeit kann auch Vergangenheit bedeuten, dass du noch Themen hast von der Vergangenheit, dass noch etwas nicht abgeschlossen ist oder meldet sich jemand von Vergangenheit und damit kommt dieses Glück und das trifft dich auch persönlich. Saturn, Pluto ist im Schütze. Aktiviert Schütze-Themen wie Orientierung nach deinem Wunsch oder Bewegung, Autos oder Sport. Schütze steht auch für Reisen, Ausland, Auslandskontakte oder einer höheren Bildung, religiösen Themen gehören auch zum Schütze. Also man könnte sagen, einer inneren Reise. Und hier hast du schicksalhafte Veränderungen, karmischen Themen und Pluto zeigt, du musst jetzt konzentriert bleiben, konzentrieren auf den Wesentlichen und all das, was deine Energie, deine Kraft, deine Zeit raubt oder die Hindernisse aufräumen. Der zweite Lebensbereich hat mit Werte, mit Wertschätzung und mit Finanzen was zu tun. Die Konzentration ist dein Selbstwertgefühl. Also konzentriere auf die Wesentliche. All die Kontakte, die dich verletzen, weil du diese Wertschätzung nicht bekommst, sollst du beenden. Also es ist sehr wichtig, das ist der Kern der Dinge und das ist die Lösung, das ist die Orientierung. Und bedeutet die zweiten Lebensbereich auch Finanzen, um die Finanzen auch kümmern. Hier befindet sich auch Ketu. Ketu ist die absteigende Mondknoten und Ketu zeigt die Vergangenheit. In diesem Weg sind wir schon gegangen. Und das bedeutet auch all das, was wir schon erlebt haben in früheren Leben. Du bist in diesem Weg gegangen. Öffentlichkeit, Ansehen, eine königliche Haltung, das ist schon Löwe-Energie. Anerkennung bekommen, Glanz, Luxus, Öffentlichkeit. Das sollst du auch bewahren und behüten, weil wir müssen nicht von allem verabschieden. Aber du brauchst in diesem Leben auch diese Anerkennung. Aber dich jetzt ständig bemühen, dass du diese Anerkennung, diesen Respekt bekommst oder dass du in Öffentlichkeit bist oder deine Berufung lebst. Dieser Weg kennst du schon, also das ist für dich vertraut. Aber außer die Öffentlichkeit, außer diese Anstrengung, außer die Berufung leben und da aktiv sein, gibt auch
Rückzug, gibt auch Zuhause, gibt auch Familienleben. Und das zeigt bei dir dieser Drachenkopf. Das kennst du noch nicht. Deine Seele sucht es. Du brauchst diesen Rückzug, diese Ruhe, weil im Ruhe liegt auch die Kraft. Das auch genießen. Und hier im Wassermann bedeutet, dann kommst du neue Ideen und dann kannst du das wieder hier in Öffentlichkeit zeigen. Du brauchst beide Seiten. Die Vergangenheit verabschieden wir nicht, sondern die wertvollen Dinge sollen wir auch bewahren. Aber unsere Seele sucht neue Wege und das ist hier dein Zuhause oder die Basis, die Fundament oder etwas gründen. Hier hast du diese karmischen Themen. Im Geburtshoroskop zeigt sich das. Ich nehme die beiden karmischen Knoten raus aus diesem Geburtshoroskop, weil ich brauche die Karten. Weil diese karmischen Knoten bewegen sie sich auch. Und die absteigende Mondknoten, was Vergangenheit aktiviert, bewegt sich dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch im Schütze. Also ich setze Ketu zum Schütze. Und hier kommen die Erinnerungen, was mit Finanzen was zu tun hat, was mit Besitz was zu tun hat, was mit deinem Selbstwertgefühl was zu tun hat und Wertschätzung. Und Rahu nehme ich auch raus aus dem Geburtshoroskop, bewegt sich dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch in Zwillingen. Deine Seele braucht jetzt diese Richtung und die Zwillinge zeigen das. Das ist die Leichtigkeit, ein höheres Bewusstsein und hier kommst du zum Transformation. Und das bedeutet für dich, dieses Jahr, nächstes Jahr ist ein karmisches Thema von allem loslassen, verabschieden, was im Weg liegt, dass du befreit bist, dass du aufatmen kannst. Jupiter, das haben wir schon, ja. Neptun kommt, genau. Neptun bewegt sich in Wassermann. Aktiviert bei dir Wassermann-Themen und das ist die Ideenreichtum, das ist Weitblick, die Zeit vorausdenkende, eine Planung. Außerdem, Wassermann zeigt dir, dass du einzigartig und außergewöhnlich bist. Wirkt auch auf deine Wohnsituation, dass du jetzt Ideen brauchst, wie kannst du deine Wohnsituation gestalten. Überlegen, ist das der richtige Wohnort oder sollst du vielleicht umziehen? Wie ist deine Wohnung oder Haus? Das sollst du kreativ, traumhaft, schön gestalten, weil das brauchst du zurzeit, weil das gibt dir die Kraft und das sollst du auch genießen. Mars befindet sich auch in den Zwillingen. Und das bedeutet für dich zurzeit, dass du brauchst diese Erneuerungsprozesse, das Loslassen, damit du deine eigene Kraft verspürst. Kann auch bedeuten, dass du ämtliche Themen hast oder Erbschaft und da hast du Kontakt mit einer männlichen Person. Im achten Lebensbereich liegt auch die Sexualität und dann handelt es sich um einen bestimmten Mann, um die Liebe, Partnerschaft. 2. Juni. Mond übergeht im Stier und aktiviert Stierthemen. Und das heißt, du sollst zur Ruhe kommen, den Tagen genießen, gemütlich machen. Und aktiviert Themen Liebe, Partnerschaft. Merkur übergeht in Zwillinge im selben Tag. Merkur verabschiedet von Stier und übergeht im Zwillingen.
Die Zwillinge haben einen Bezug zum Jugend, jugendliche Ausstrahlung. Merkur herrscht über diese Zeit, Kindheit, Jugend. Das kann natürlich bedeuten, dass hier Erinnerungen kommen, Kindheitserinnerungen. Und all das sollst du loslassen, was mit Tränen verbunden sind. Und das ist dieser Prozess, die Erneuerungsprozesse, diese Transformation. Kann auch bedeuten, dass du veränderst dich innerlich, äußerlich und hast du wieder eine jugendliche Aussehen, Ausstrahlung. Merkur löst Themen auch aus wie Handlungen, Terminen, Verträge. Und hier im achten Lebensbereich sind auch Finanzen, Ämter wie Finanzamt, Banken, Versicherungen, Investitionen, Erbschaften. Das kann natürlich auch wichtig sein. 3. Juni ist Neumond im Stier. Exakt um 11 Uhr und 2 Minuten. Neumond bedeutet Passivität, Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Über Themen wie Werte, Finanzen, Genuss, Besitz. Bei dir kommt noch der 7. Lebensbereich dazu, Gedanken über die Partnerschaft. Nach diesem Neumond beginnt die zunehmende Mondphase. Und das eignet sich dafür, etwas starten, was vermehren soll. Aber betrachten, dass in einem Tag, wo Halbmond ist, eignet sich nicht so gut dafür, einen Neuanfang starten, wenn etwas vermehren soll, weil ein Halbmond ist Spannung und führt zum Verlust, werft alles zurück. 4. Juni steht Mond mit Merkur in einer Verbindung in Zwillinge. Das heißt, Mond übergeht in Zwillinge und trifft mit Merkur und sie wirken zusammen. Das sind Gespräche, Handlungen, Termine, Verträge. Mond löst Emotionen aus. Also hat einen Einfluss auf unsere Gefühle. Mond symbolisiert auch die Mutter oder Mütterlichkeit. Das kann natürlich auch bedeuten, dass hier Handlungen, Gespräche sind mit der Mutter über die Vergangenheit oder über Erbschaft, über Finanzen. 5. Juni steht Mond in Verbindung zum Mars. Mond und Mars treffen sie sich und sie wirken zusammen. Mars kann eine männliche Person sein und dieser Mann hat einen großen Einfluss auf unsere Gefühle. Weil Mond auch Mütterlichkeit symbolisiert und Mars kann der Sohn sein. Natürlich kann auch ein Thema sein, Verbindung zu Mutter-Sohn, Mutter-Sohn-Verbindung. Möglich ist es auch, dass Mars den Impuls gibt und beeinflusst sehr unsere Emotionen. Das kann Begeisterung sein, kann aber auch Wut sein. Und das möglich ist, dass hier um ämtliche Themen handelt. Gericht, Erbschaft, Finanzamt, Banken, Versicherungen, dass wir sehr emotional reagieren. Venus übergeht im Stier. Venus ist der Liebesplanet und aktiviert bei dir den Lebensbereich Partnerschaft und Stier vermittelt dir, genieße das einfach. Juni ist Mond im Krebs. Mond fühlt
fühlt sich sehr wohl im Krebs, weil Mond beherrscht Krebs. Also kann sie voll und ganz entfalten. Das kann sogar Empfängnis sein. Weil Mond, besonders im Krebs, löst auch Schwangerschaft aus. Besonders hier bei dir im Geburtshoroskop Mars erscheint der Mann. Ich möchte das nicht behaupten, aber ich schließe das nicht aus. Mond aktiviert Krebsthemen, das ist Familie oder Familiengründung. Außerdem kommt bei dir die neunten Lebensbereiche dazu, Auslandreisen, Auslandskontakten oder Spiritualität. 8. Juni. Mond ist immer noch im Krebs und in seiner Laufbahn erreicht ein Punkt, was ganz in die Nähe befindet zu unserem Planet Erde. Und in diesem Tag löst in unseren Gefühlen etwas aus. Und das sind unsere Sehnsüchte, unsere Wünsche. Und weil das so nah zum Erde befindet, erscheint mir das alles so real zu sein. Oder haben wir die Möglichkeit, das in Taten umsetzen, dass dieser Traum Realität wird. 9. Juni ist Mond im Löwe. Bei dir wird das im 10. Lebensbereich, das wird hier aktiviert, die Bedürfnis nach Anerkennung, die Bedürfnis in die Öffentlichkeit zu sein, wahrgenommen zu werden. Thema Zielerreichung, Berufung kommt noch dazu. In diesem Tag, in diesem 9. Juni wird Mond von Regulus bestrahlt. Regulus ist eine von den königlichen Sternen, der Stern der Könige, immer. Also vor hunderten oder tausenden Jahren ist Regulus der Stern der Herrscher und Königen. Regulus befindet sich in der Tierkreiszeichen Löwe. Und das ist der Herz der Löwen und aktiviert bei uns Herzensangelegenheit. Und gerade in diesem Tag, wo Mond aktiviert wird durch diesen Regulus-Einfluss, ist wirklich wichtig eine Herzöffnung. Überlegen, was ist in unserem Herzen geschrieben? Was lieben wir? Was können wir als Ziel setzen, das zu verwirklichen? Ist das ein Hobby? Ist das die Berufung? Ist das die Natur? Ist das die Kinder, die Familie? Ist das Freundschaften? Ist das die Berufung? Ist das Sport? Ist das Kreativität? Ist das die Liebe, Partnerschaft? Jeder Mensch liebt etwas anderes. Und das sollen wir leben und das als Ziel setzen. Aber dabei bleiben, konzentriert. 10. Juni, Mond ist immer noch im Löwe, aber Halbmond exakt um 6.53 Uhr. Ein Halbmond ist Spannung und diese Spannung werden wir spüren. Es fehlt in diesem Tag die Luftelement, weil uns etwas bedrückt. Und wir haben das Gefühl, wir können nicht mehr atmen. Wir brauchen aber die Luft zum Atmen. Also etwas loslassen, von etwas trennen, befreit zu sein, endlich aufatmen zu können. Im selben Tag, 10. Juni, steht Jupiter und Sonne gegenüber. Sie spiegeln etwas. Sonne spiegelt etwas an Jupiter, Jupiter spiegelt etwas an die Sonne. Und das sind Themen wie Gerechtigkeit oder die Augen öffnen auf die Ungerechtigkeiten
und das in Ordnung bringen, brauchen wir aber die inneren Gleichgewicht. Es kann bei Sonnen auch um unseren Vater handeln, weil Sonne symbolisiert Vater. Sonne steht auch in Verbindung zu unseren Augen, also etwas klar und deutlich sehen, erkennen. Sonne steht in Verbindung zu unserem Herz. Das ist auch sehr wichtig wahrzunehmen. Und Sonne symbolisiert unserem Selbst. Und Jupiter zeigt unserem Größe. Jupiter ist die innere Sonne. Mit unserem eigenen Größen bewusst zu sein und das im Gleichgewicht, im inneren Gleichgewicht, in Harmonie bringen. 11. Juni ist Mond im Jungfrau und die Jungfrau zeigt, etwas in Ordnung zu bringen. Hier brauchen wir Heilung oder etwas überprüfen oder mal kritisch betrachten. Welche Themen handeln sich hier? Unsere Wünsche erstmal, außerdem Freundschaften oder eine Gruppe von Menschen. Mal kritisch betrachten und trennen Spreu von Weizen. 13. Juni ist Mond im Waage, aktiviert Waage-Themen. Dazu gehört inneren Gleichgewicht, Kunst, Kreativität, etwas vergleichen, ausgleichen, außerdem eine rechtliche Lage. Die Gerechtigkeit vertritt auch die Waage. Waage vermittelt auch Thema Partnerschaft. Das ist auch sehr wichtig, aber es ist alles hier im 12. Lebensbereich. Und das bedeutet Rückzug, in die Tiefe schauen, erkennen die Ursache an etwas oder die Gründe erforschen oder schlicht einfach nur Rückzug. 15. Juni ist Mond in Skorpion. Skorpion gehört zum Wasserelement und Wasser symbolisiert unseren Gefühlen. Mond steht in einer engen Verbindung zum Wasserelement, also aktiviert unseren Gefühlen. Und das trifft dich auch persönlich, weil das ist dein Aszendent. Die Gefühle transformieren, raus aus die Angst, raus aus diesen negativen Gefühlen und übergehen auf positiven Gefühlen. Wie Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Kraft, Mut, Vertrauen und Liebe. 16. Juni steht Mond mit Jupiter in einer Verbindung und sie wirken zusammen. Das ist die Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Oder wenn das etwas Ungerechtes passiert, nicht aufregen, nicht wütend zu sein, sondern die Gefühle in Ordnung bringen. Jupiter zeigt auch unsere Größe, das ist unsere inneren Sonne, mit unserem eigenen Größen bewusst zu sein, zu diesem Werte stehen. Und Jupiter zeigt auch Chancen, Möglichkeiten, das auch erkennen, aber intuitiv handeln, es geht alles um Wasserelement. Jupiter neigt dazu, etwas übertreiben. Und Mond hier im Skorpion kann natürlich sein, etwas passiert und wir fühlen uns verletzt und neigen wir dazu, das zum Übertreiben. Im selben Tag, 16. Juni, übergeht Sonne in Zwillinge. Es beginnt ein neues Monatsthema und hier fließt die Lebenskraft, die Lebensenergie. Und das sind die Zwillinge. Und das zeigt Leichtigkeit, etwas spielerisch zu betrachten, jugendliche Aussehen, eine gewisse Neugier, kleinere Veränderungen oder etwas lernen, etwas erkunden. Es ist Bewegung. Es ist Bewegung da. Und bei dir hier im 8. Lebensbereich ist es die Erneuerungsprozesse, was da hier stattfindet. 17. Juni ist Vollmond, exakt um 9.31 Uhr im Sternbild Schlangenträger.
Dieser Schlangenträger ist nichts anderes als Asklepios, der himmlische Arzt. Und diesem Sternbild befindet sich auch im Ekliptik. Man könnte sagen, das wäre die 13. Tierkreiszeichen. Wenn jemand diese Frage stellt, ja, wenn dieser Schlangenträger auf die Ekliptik ist, warum haben wir diese Tierkreiszeichen nicht? Ich kann das nicht beantworten. Das beschäftigt mich seit Jahren. Warum ist es so? Aber ich habe keine Antwort dafür. Fakt ist, dass zwischen Skorpion und Schütze befindet sich hier im Grenzbereich nochmal ein Sternbild. Und dieses Sternbild ist dieser berühmten Schlangenträger oder Asklepios. Dazu gibt eine mythologische Geschichte aus der klassischen griechischen Mythologie. Dieser Schlangenträger, dieser Asklepios, ist der Sohn von Sonnengott Apollo. Er ist der himmlische Arzt. Es gab ein Kind und dieses Kind ist in einen Honigtopf gefallen, war in Lebensgefahr. Und Asklepios musste dieses Kind retten und heilen. Dann kamen zwei Schlangen. Die eine Schlange trägt die Gift in sich, der anderen Schlange trägt den Heilkräuter in sich. Und Asklepios musste eine sehr wichtige Entscheidung treffen. Wie heilt er das Kind? Nimmt der Schlangenenergie dieses Gift oder der andere den Heilkräuter? Asklepios hat die richtige Entscheidung getroffen und hat mit diesem Heilkräuter das Kind geheilt. Diese Erzählung ist für uns eine Botschaft. Erstes Mal auf unseren eigenen Gefühlen achten, weil das ist die Kundalini-Energie. Die Gefühle wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl, nennen wir mal negativen Gefühlen, ist die eine Schlangenenergie und zieht alles nach unten und blockiert. Davon sollen wir befreien. Die anderen Schlangenenergie steigt nach oben wie Phönix aus der Asche. Das sind die positiven Gefühle wie Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Vertrauen und Liebe und Fürsorglichkeit. Das ist göttlich, das ist die göttliche Energie. Und dann steigt alles nach oben. Also hier begegnen wir uns bei dieser Transformation mit dieser Schlangenenergie. Was aber noch diese Geschichte erzählt, das sind die Einflüsse von außen. Die eine Schlange trägt die Gift in sich und das sind die Lügen. Die andere Schlange trägt die Heilkräuter in sich, das ist die Wahrheit. Und wir treffen Entscheidungen. Glauben wir an eine Lüge und es kommt immer honigsüß. Und dann fallen wir auch in diesem Honigtopf wie dieses Kind bei dieser Geschichte. Dann sind wir wie ein Kind, weil wir alles glauben, was erzählt wird. Die andere Richtung ist der andere Schlange, der die Heilkräuter in sich trägt. Und das nenne ich als Wahrheit. Woran glauben wir? Wir treffen die Entscheidung. Wenn wir an die Lügen glauben, dann fallen wir in diesem Honigtopf und brauchen wir auch Heilung. Oder treffen wir die richtige Entscheidung und glauben wir an die Wahrheit. Und das erzählt diese Geschichte. Und genau in diesem Sternbild befindet sich dieser Vollmond. Und Vollmond heißt genau hinschauen, die Augen öffnen. Und das sind die Themen und das befindet sich hier
zwischen Skorpion, Schütze, das trifft dich persönlich und deine Werte und Finanzen, wirkt auf beiden Lebensbereichen. 18. Juni steht Merkur und Mars in einer Verbindung und sie wirken zusammen. Das heißt, entweder musst du deine Kraft einsetzen, Gespräche führen, Termin ausmachen, einen Vertrag, um einen Vertrag kümmern oder hast du Kontakt mit einer männlichen Person und das sind wichtige Handlungen und Gespräche. Vollmond ist vorbei, hat die abnehmende Mondphase begonnen. Mond ist schon im Schütze. Abnehmende Mondphase eignet sich dafür, etwas starten, was abnehmen soll, aber achtsam sein, nicht in einem Tag, wo Halbmond ist, weil das wirft alles zurück, dann kommt Spannung und das klappt nichts. 19. Juni begegnet sich Mond mit Saturn, dann mit Pluto und dann mit Ketu. Mond bewegt sich relativ schnell und bildet sich eine sogenannte Konjunktion mit Saturn, Pluto und mit Ketu. Aktiviert Themen, das sind schicksalhafte Veränderungen, karmische Themen. Bei Pluto ist wichtig die Konzentration und Loslassen. In diesem Tag, gerade wo Mond das alles aktiviert, die Saturn-Energie, Pluto-Energie und noch Ketu, wird von Nun Qi bestrahlt. Diesen Stern Nun Qi ist die zwei hellsten Sterne im Schütze, wurde bei Assyrer und bei Babylonier verehrt. Diesen Stern symbolisiert einen heiligen Ort, einen Kraftplatz, einen Kraftort. Und ich würde auch empfehlen, in diesem Tag einen Platz aussuchen, wo wir das Gefühl haben, ach, endlich hier fühle ich mich wohl. Da kann ich mich wirklich mal ausruhen. Das gibt mir so viel Kraft. Und da können wir wirklich auftanken mit guter Energie. 20. Juni ist Mond im Steinbock. Und aktiviert Themen wie Zielerreichung. Und hier manifestiert sich etwas, weil in dein Geburtshoroskop war unserem Planet Erde hier im Steinbock und das zeigt, hier manifestiert sich etwas und das aktiviert Mond. Bei Steinbock handelt es sich um klare Ziele, auch Geduld und Ausdauer. Und hier ist die Schule des Lebens. Hier haben wir Prüfungen, aber auch Erinnerungen an die Schulzeit. 21. Juni ist Sonne im Sommerpunkt. Es ist Sommersonnenwende. Exakt um 16:54 Uhr. Merkur übergeht im selben Tag im Krebs. Und das sind Gespräche über Familie oder Gespräche, Handlungen über eine Reise oder im Ausland, Auslandskontakte oder lernen etwas. Auch eine innere Reise kann auch bedeuten. 22. Juni ist Neptun im Stillstand, hier im Wassermann. Dieser Stillstand kannst du so vorstellen wie ein Stoppschild, wo Neptun sagt, stopp, halt mal für einen Moment an. Nichts tun, einfach zurückziehen und überlegen, wovon träumst du? Was sind deine Wünsche?
Hast du überhaupt eine Vorstellung von etwas? Hast du einen Traum, eine Vision? Mehr brauchst du nichts tun. Nur diese Frage stellen. Dann wird Neptun rückläufig. 23. Juni ist Mond im Wassermann und erreicht in seiner Umlaufbahn die weiteste Punkt aus der Erde aus gesehen. Aktiviert ein Energiefeld, was wir spüren. Das sind unsere Sehnsüchte. Aber so wie Mond zu weit weg ist von der Erde, genauso fühlt sich das auch an. Wir haben zwar diese Sehnsüchte, aber kommt das Gefühl, wow, das ist so weit weg, das ist so unerreichbar. Und genau in solchen Momenten brauchen wir die Stärke und die innere Kraft, die Überzeugungskraft und sagen, ich bleibe konzentriert, das, was ich wünsche, was ich erreichen will und ich glaube weiterhin daran. Im selben Tag, 23. Juni, übergeht Mars im Krebs. Das kann eine männliche Person sein von der Familie, kann bedeuten, du setzt deine Kraft ein für die Familie oder organisierst du eine Reise oder in einer Reise findest wieder deine Kraft. Möglich ist auch, dass du im Ausland begegnest du mit einem Mann oder bekommst du Nachricht von Ausland, dieser Mann kommt von Ausland. 24. Juni steht Mond und Neptun in Verbindung hier im Wassermann und sie wirken zusammen. Mond und Neptun haben so ähnliche Essenz, wirken auf unserem Unbewussten, auf unseren Gefühlen, unseren Träumen. Und es ist auch möglich, dass hier in diesem Tag einen Traum hast und das ist eine wichtige Botschaft. Und das kannst du so vorstellen. Wir Menschen haben Träume. Im Tiefschlaf verarbeitet unserem Gehirn die täglichen Eindrücke. Und diese Träume haben keine Bedeutung, wir vergessen das auch. Wir müssen auch nicht beachten. Aber wenn wir eine ganze Geschichte träumen und das ist lebendig und bleibt in Erinnerung, dann kannst du sicher sein, das war die Sprache deiner Seele. Weil die Seele kommuniziert mit uns, entweder durch Intuition, durch unsere inneren Stimme oder durch Träume. Es ist eine Symbolsprache und die Traumdeutung versteht das. Und ich kann das sehr gut. Diesbezüglich kann ich wirklich weiterhelfen. Also bei diesem Neptun-Mond-Konjunktion kann das auslösen, dass viele Menschen in diesem Tag oder dieser Nacht einen Traum haben. Und das ist eine wichtige Botschaft. 25. Juni ist Halbmond im Fischen, das heißt Mond übergeht in Fischen, Halbmond. Halbmond ist Spannung. Das ist exakt um 10.46 Uhr. Bei diesem Halbmondtag fehlt die Erde, fehlt die Sicherheit, die Struktur, die Stabilität. Man hat das Gefühl, es hängt alles in Luft. 27. Juni trifft Mond mit Uranus hier im Widder. Und dann kannst du mit Veränderungen, plötzliche, unerwartete Ereignisse rechnen im Alltag oder in beruflichen Situationen. 29. Juni ist Venus in Zwillinge. Venus verabschiedet von Stier und übergeht in Zwillingen. Kommt mehr Leichtigkeit in die liebe Partnerschaft oder hast du mehr Kontakte zu Frauen? 30. Juni ist Mond
im Stier und aktiviert Themen Partnerschaft ganz klar hier im siebten Lebensbereich. Und Stier hat auch was zum Sagen und das vermittelt uns, bleib in Ruhe, genieß den Tag, nimm das alles mit Gelassenheit oder verschönern etwas in deiner Umgebung. Die Lebensfreude und dieser Genuss ist sehr wichtig, auch die Ruhe. Liebe Soela, so könnte ich Monat Juni beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.